Morgen. Ich bin seit heute in der 41. Schwangerschaftswoche. 40. ist vorbei. Ich habe ja letzte Woche 39 plus 40,5 gemacht. Also gibt es schon wieder nicht so viel zu erzählen. War gerade beim Arzt. Bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Total hässlich. Ich hasse das ja, wenn man aufstehen muss, wenn es noch dunkel ist. Ich war auch immer in der Berufsschule total schlecht gelaunt. Deswegen war ich froh, dass ich Köchin war und dann konnte man ein bisschen später anfangen. Ja, also. Der Arzt sagt, der Mutterhals ist noch nach hinten. Also der steht ja so, dann wieder so und dann geht er weg. Und meiner steht noch nach hinten und ich bin jetzt einen Tag über Termin, ja. Was soll das? Ich habe zwar jetzt schon regelmäßig Wehen und CTG hat angezeigt, das. Aber die letzte Wehe war dann doch noch mehr. Also diesmal ging es bis 40. Ich glaube, das letzte Mal war es 35 oder so. Diesmal ging es bis 40 hoch. Also so. Dann habe ich gefragt, ob das jetzt heißt, dass es dann gar nicht kommt. Beziehungsweise, keine Ahnung, ob das jetzt heißt, dass es wirklich noch eine Woche drin bleibt oder so. Wenn sie das sagen könnte, wer sie Gott sagt, so. Habe ich gedacht, okay, Anne, dumme Frage, dumme Antwort, ne? Ja. Das heißt, abwarten und Tee trinken, würde ich mal schwer behaupten. Ja, was soll man da machen? Ich bin gestern extra ganz, ganz, ganz lang Gassi gegangen. Das Einzige, was ich hatte, war leichte Unterleibsschmerzen und Leistenschmerzen. Ja. Also, mit der extra Runde Gassi lasse ich dann auch. Da gehe ich die normale nur. Da reiche ich dann auch vollkommen aus. Ja. Dann hat die Hebamme das letzte Mal gesagt im Geburtsvorbereitungskurs, dass man ein Handtuch kaufen soll oder wenn man ein rotes oder ein braunes. Auf jeden Fall ein dunkles hat, wie es halt so eine Gebärmutter ist. Rot-dunkel oder braun-dunkel oder blau-dunkel. Soll man das waschen, wenn es neu ist, oder mit ins Bett nehmen, dass es dann nach dir riecht und da könnte man dann nach der Geburt sein Kind einwickeln. Und es wird so ein Gäste, also so ein normales Handtuch. Ich habe immer Badehandtücher für den Körper und für um die Haare ein extra Handtuch. Ja. Und da hat mein Freund eins gekauft, er hat dran gedacht. Finde ich total süß, ja. Und das liegt jetzt seit 2 Tagen in meinem Bett. Und dann nehme ich das mal mit. Vielleicht machen sie es, vielleicht auch nicht, aber ich denke schon. Und ja, da wird sich das Kind auf jeden Fall gleich wohler fühlen und heimischer. Also, ja. Wie jetzt hier auch. Oh, schön. Ja. Ich sehe heute aber auch extrem dick aus, gell? So. Puh. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt in 2 Tagen nochmal zum Arzt, normal ja jeden Tag, aber ich habe noch genug Fruchtwasser und mir geht es ja leider gut, da hat sie auch gelacht. Mich fragt jeder, und wie geht's? Und dann sage ich ja leider gut. Und dann lacht immer jeder. Ich bin ja froh, dass es mir gut geht. Aber es, ich will sie sehen und will sie im Arm halten. Kennt ihr ja alle oder werdet ihr noch kennenlernen oder ja, keine Ahnung, kann man sich vielleicht denken. Ja, auf jeden Fall steigt die Spannung jeden Tag mehr und ja, wir werden abwarten. Meine Tippliste bin ich heute dran, aber das sieht ja dann auch schlecht aus, wobei vielleicht kann es auch heute Nacht losgehen oder morgen. Morgen ist meine Mama dran und dann war es das mit den Tipps. Später hat keiner gesagt, ich glaube, die wollten mir alle nur Mut machen. Ja, unverhofft kommt oft, sage ich mal, und macht mir selbst damit Mut. Ja, okay, dann zeige ich euch noch meinen Bauch, wobei sich nicht viel verändert hat, denke ich mal. Und ich bin heute mit meiner hässlichen Jogging, diese bequeme Vista vom Lidl,
bin ich zum Arzt gefahren, weil ich gesagt habe, ey, ist mir auch egal, ich bin schwanger, ich muss bequem haben, ich kriege ein Kind und ich habe einen festen Freund, von daher muss ich nicht schön aussehen. Deswegen habe ich die hässliche Hose angezogen, anstatt mich in die andere reinzuzwängen. Die passt zwar auch noch, aber es ist schon im Sitzen unangenehm, im Stehen passt es, aber im Sitzen ist es unangenehm. Und da habe ich gesagt, scheiß drauf, ja. Wer mich hässlich findet, soll weggucken, ja. Ich bin heute auch um 6 aufgestanden, wie man sieht. Ich bin, ich glaube, ich lege mich jetzt auch nochmal hin. Ich bin total, nicht auf der Spur. Ja. Schweineschwanz. Nicht besser, nicht schlechter, glaube ich. Aber meine Mama hat heute Morgen gesagt, ob er sich gesenkt hätte. Ich kann das nicht einschätzen. Also vielleicht minimal, aber auch nicht wirklich. Also so, dass man jetzt sehen könnte, dass er runtergegangen wäre. So. Mal gucken, was wir heute messen. Vielleicht bin ich ja wieder zurück auf 90. Die Hebamme hat heute zu mir auch gesagt, sie haben aber auch nicht zu viel zugenommen, habe ich gesagt, doch 20 Kilo. Dann hat sie mal geschluckt. Ja, wir sind immer noch bei 115,5, würde ich sagen. Also nicht viel verändert zum letzten Mal. Sagt mir doch mal, wie es bei euch losgegangen ist. Ob ihr vorher irgendwelche Anzeichen hattet oder ja, ob ihr jetzt vermehrt Unterleibsschmerzen hattet, wie wenn ihr eure Tage gekriegt habt. Oder ob es einfach so losgegangen ist. Oder ob ihr schmerzende Wehen vorher gehabt habt. Weil ich habe ja jetzt schon Wehen, auch regelmäßige, aber halt nur, dass mein Bauch hart wird. Und das tut mir nicht weh. Also es ist schon nicht unangenehm auch. Man merkt es, aber es ist auszuhalten. Ja, dann schreibt mir das doch mal drunter, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Und vielleicht kann ich mir ja dann auch noch schöner einreden. Ah, noch, vielleicht geht es heute Nacht los. Bei der und der war es genauso. Und sie hat dann innerhalb von 6 Stunden ihr Kind gekriegt. Ohne Vorwehen und ohne Schmerzen und ohne... Also währenddessen schon, aber ich meine, dass es losging. Macht mir Hoffnung, macht mir Mut. Es war erst ein Tag drüber und 7 Tage wäre normal. Ab dem 7. Tag wird man dann irgendwas einleiten, hat sie gesagt. Und warten, warten, warten. Gebt mir mal Bescheid, wie das bei euch angefangen hat. Das wäre nett, ich würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag, einen Start in die Woche. Ich hoffe, ihr müsst nicht mehr arbeiten oder nicht zu viel arbeiten. Ich gehe jetzt noch mal schlafen. Ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dann kein Wochenupdate mehr. Das wäre schrecklich. Tschüss.